Willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens. Ich habe diesen Anfang offscreen gespielt, sage ich mal, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht und ich nicht in die Lösung gucken wollte und daher ausprobiert habe, bis zum geht nicht mehr. Dabei habe ich herausgefunden, dass wir diesen Stück Stoff hier reintun können. Und das brennbare Leinen hängt aus dem Trichter. Ja. Und jetzt mit der Schere. Jetzt ist das Leinentuch kurz genug. Ja. Den Rest dort abschneiden können. Das geht nicht. Was ich nicht ausprobiert habe, ist, ob da das da drauf passieren. Passt. Naja, gern. Okay, da ich aber dann nicht weiterkam, habe ich dann doch nachgeguckt und wir hätten schon längst Strom haben können. Und zwar fehlt da nämlich eine Sache bei diesem Teil, was mir nicht aufgefallen ist. Jetzt haben wir Strom. Weil dieses eine Tesa nicht da war. Der Strom ist wieder da. Ich hoffe, es reicht für ein paar Stunden. Ist immer wieder schön, ne? Aber ich habe wirklich... ihr wisst ja, wenn ich in die Lösung gucke, dann mache ich das wirklich, wenn ich lange nicht weiter wusste und offscreen schon einiges getestet habe. Und ich gucke dann auch immer nur zu diesem nächsten kleinen Schritt. Und was danach kommt und sonstiges, lese ich ja nicht. Will mir ja selber nicht spoilern. Jetzt können wir rein. Das ist gut. Mir ist ein wenig kalt. Ich hätte gerne einen heißen Tee. Das ist eine gute Idee. Vielleicht bekommen wir den Herd an. Finger weg von meinem Notebook! Dann, schätze ich, müssen wir etwas Holz hacken. Ich wäre gerne bereit, mich auf diese Weise aufzuwärmen. Nein, Sie bleiben besser drinnen. Lol. Sie sagt, ja, vielleicht bekommen wir den Herd an. Und er sagt, Finger weg von meinem Notebook. Was denkt er, hatten wir damit vor? Als ob wir das jetzt irgendwie anzünden wollen oder so. Ein alter Wandkalender, den können wir mitnehmen. Nehmen wir mit. Kann man immer gebrauchen. Wir dürfen nicht ins Bad, das ist böse. Ein Tisch haben wir hier. Kamera des Schriftstellers. Gepäck. Ein Hut. Nach oben dürfen wir wahrscheinlich auch nicht, nehme ich mal an. Den Schrank können wir uns näher angucken. Die Öllampe. Nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Den Ofen. Ah, da können wir mit der Teekanne dann. Ah, okay. Ja, klar. Dann müssen wir die nämlich noch mit Wasser füllen. Und dann brauchen wir noch Holz. Gut, gut, gut. So, dann haben wir den Schrank hier noch. Der moderne Schrank ist voller billigem Schmuck. Naja, wirklich modern würde ich jetzt auch nicht behaupten. Ah, das ist wahrscheinlich Tee. Oh nein, ich wollte doch noch gucken, ob ich da noch was machen kann. Das kann ich nur angucken, das kann ich nur wieder zumachen. Machen wir das mal, weil Ordnung muss ja sein. Küche ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Sonst denke ich, habe ich hier alles. Ich habe das da, ich habe das. Ich habe das, ich habe das, ich habe das. Ich habe Gepäck und dies. Okay, gut. Ja? Nicole Bonnet hier. Ich bin's, Dick. Wir stecken im Schlamm fest. Wegen dem Regen. Wir müssen also die Nacht hier verbringen? Geht das? Ich schätze schon. Ich kann sehen, dass der Sheriff die Nase voll hat. Ich werde versuchen, ihn zu überreden, das Boot zu nehmen. Sie finden im Dunkeln nicht ohne ihn her. Stimmt. Bereiten Sie einen Schlafplatz vor. Nur für alle Fälle. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, der Eigentümer des Dampfers und des Landes, auf dem Sie sich befinden, ist Aaron Morton. Er wird hier nur der Landstreicher genannt. Das ist interessant. Er hat jahrelang in der Hütte gelebt. Er hat alles durch Ersitzung erlangt. Das ist nicht so offensichtlich. Ich denke, er lebt seit kurzem bei seiner Schwester. Woher wissen Sie das? Ich habe ihn im Trance auf dem Anleger erlebt. Diese Frau hat ihn von dort mitgenommen. Also kauft Blake das Land tatsächlich von ihm. Ich schätze schon. Ich denke, da wird es Ärger geben. Aaron hat andere Pläne. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, aber das sieht seltsam aus. Was ist mit der Autovermietung? Haben Sie eine Beschreibung von der Person, die das Auto gemietet hat? Nein, die trödeln.
Egal, halten Sie Ihre Augen offen. Ich muss aufhören, der Sheriff ruft an. Nein, bis morgen. Spätestens. Na, super. Ich dachte mir schon, dass wir hier die Nacht verbringen müssen. Es war mir schon so klar. Eine Dose? Ein Eimer? Eine Axt? Das geht nicht. Eine Kiste? Ein Behälter. Ja, wir haben alles mitgenommen, was hier so mitzunehmen ist, ne? Jetzt haben wir schon mal die Holzstücke. Okay, hier ist dann gar nichts mehr. Gut. Ah, nee, warte mal. Ich wollte ja noch auf der anderen Seite gucken, wegen dem Trinkwasser. Ich weiß nicht, ob ich sie mitnehmen darf. Da wird nichts passieren. Okay, mitnehmen darf ich sie nicht. Eine runde Zinnschale. Okay. Eine runde Zinnschale. Gut. Ein Eimer. Etwas rostig, aber ohne Löcher. Ohne Löcher, das ist schon mal wichtig. Eine große, leere Tomatendose. Oh, kann man immer gebrauchen. Es sind Teebeutel drin. Okay. Ja, klar. Ja, nein, ich wollte... Das passt nicht. Ich höre daneben nicht. So, da kann ich schon mal Wasser einfüllen. Ist ja schon mal wichtig. Ich muss dieses Wasser gut abkochen. Nein, wirklich? Ist ja nicht so, als ob man Teewasser nicht generell abkocht, ne? So, dann machen wir mal das Holz rein. Oh nein, das muss ja noch angezündet werden. Sie ist nicht kaputt, aber das Kerosin ist ausgelaufen. Ja, das war mir klar. Wir müssen das noch irgendwie ankriegen. Warte mal, ich rede mal kurz mit ihm. Vielleicht kann sie ja mit ihm reden. Ja. Ich habe eine Kamera gesehen. Sie haben sicher ein paar Bilder hier gemacht, oder? Ja, es würde einem schwerfallen, das nicht zu tun. Bis ich mich hier niederlasse, muss ich mit den Bildern auskommen. Haben Sie auch Fotos von Turner gemacht? Nein, das kam mir nicht in den Sinn. Sind Sie sicher? Natürlich, obwohl ich zugeben muss, dass er ein interessantes Gesicht hat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er da zustimmen würde. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Okay. Gut. Ja, schön. Wie mache ich das jetzt? Irgendwas muss ja mit dem Petrolzeugdingens sein. So viel ist ja schon mal klar. Und bei uns läuft gerade die Straßenkehrmaschine durch. Ich hoffe, man hört das nicht. Ich könnte natürlich auch still sein, um das dann rauszuschneiden. Aber ich rede dann doch lieber, obwohl ich gerade gar nicht weiß, was ich sagen soll aufgrund dessen. Aber das wird immer lauter, Mann. Kann ich nicht einfach mal aufhören? Ja, hallo, ich bin am Aufnehmen. Ja, klar. Nimmt mal ein bisschen Rücksicht. Das Petroleum ist immer noch brennbar. Aber wenn es erst gereinigt und erhitzt worden ist, könnte es vielleicht als Lampenöl dienen. Uhuhu. Okay, jetzt habe ich einen Eimer mit Dings. Da wird nichts passieren. Okay, da wird nichts passieren. Ja, klar. Da wird auch nichts passieren. Klar, das muss erhitzt werden und dann passt das ganz gut mit diesem Kupferrohr, mit dem Destillieren und Blagedöns. Und was ist das? 2004. Seitdem hat sich so viel in meinem Leben verändert. Vor allem, weil, ich glaube, das spielt ja im Jahr 2009, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Jetzt ist das Leinen im Trichter befest. Ja, jetzt ist das Leinen im Trichter befest, das wissen wir auch. Das geht nicht. Da wird nichts passieren. Hätte sein können. Ja, klar. Nein, ich wollte da damit. Da wird nichts passieren. Nein, okay. Hühnchen. Das passt nicht. Da wird nichts passieren. Das Hühnchen, passt Hühnchen, nicht. Hühnchen. Da wird nichts Tesa passieren. Tesa ist auch nicht. Ja, klar. Ich probiere gerade einfach nicht. Alles durch. Ja, klar. Ich habe ja ein paar neue Sachen. Da wird nichts passieren. Das passt nicht. Mann, ich dachte, ich könnte es vielleicht nicht. Da reintränken. Da wird nichts passieren. Ja, okay. Ich kann das Petroleum nicht mit bloßen Händen auffangen. Ja, ich weiß. Ich muss trotzdem noch was anzünden. Ich glaube, ich muss gleich... Ja, ich musste niesen. Oh. Ich habe auch in den letzten Aufnahmen irgendwo zweimal genossen, aber irgendwie... konnte ich das beim Schneiden nicht mehr finden. Entschuldigung dafür, ne? Falls es vielleicht etwas laut sein sollte und ihr dadurch einen Hörsturz bekommen habt. Ich habe gerade nichts zu diskutieren. Ja, okay. Hätte mich auch gewundert, wenn...
Ich hab ja schon mal das Zeug da. Das kann ich ja da draufstellen. Das geht nicht. Kann ich nicht zumachen? Ich muss ja noch irgendwie anzünden, ne? Das passt nicht. Ja, trotzdem muss ich das irgendwie anzünden. Menschen, Kinder. Was mache ich denn jetzt? Hin und wieder wäre es gut, wenn ich mit den Leuten, die hier sind, so Gedankengänge austauschen könnte, sodass sie mir auf die Weise Hinweise geben. Weil sonst, hier ist ja nichts mehr. Hier ist ja nur der Baumstumpf, aber das interessiert mich ja nicht mehr. Und auf der Seite ist ja auch nur das, was ich nicht mehr wissen brauche. Was ich nicht mehr brauche. Da wird nichts passieren. Ja, ich weiß, dass da nichts passieren wird. Wieder so ratlos. Irgendwie ist es in der Reihe grundsätzlich so, dass du manchmal richtig gut vorankommst und dann wiederum richtig, richtig extrem ratlos bist. Aha, okay. Den kann ich da drauf tun. Nachdem ich gefühlte Milliardenstunden... okay, gut. So eine Platte wird wirklich schnell heiß. Ja, kann ich mir vorstellen. Kann ich das vielleicht nichts zum Anzünden dazu tun? Okay. Ja, und jetzt? Ich habe ja nichts zum Anzünden. Ich habe auch nichts geschafft, das zum Brennen zu bringen. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Okay, Feuerzeug. Haben Sie ein Feuerzeug? Einen Moment. Hier, bitte. Darauf muss man auch erst mal kommen. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte. Natürlich. Ich habe ein Feuerzeug. Natürlich, er muss ja auch die Lampe irgendwie angemacht haben, ne? Oh Gott. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Jetzt kommen wieder so die einfachen logischen Dinge nicht so zustande in meinem Kopf. Machst du das auch wieder zu? Hallo? Oder muss ich jetzt warten? Das macht sie nicht mehr zu. Ich mag es, ins Feuer zu sehen. Ich auch. Ich könnte das stundenlang tun. Man entfernt sich dann in eine andere Welt. Kindertage. Ich würde dann mit meinen Freunden unter einem sternenklaren Himmel um ein Feuer sitzen. Und tief in mir bin ich trunken von Glückseligkeit. Wo ist all dies verloren gegangen? Wir müssen einen Schlafplatz herrichten. Wir müssen vielleicht bis morgen hier bleiben. Es sei denn, Turner kommt uns holen. Ins Jenseits? Lieber nicht. Er hat sie verzaubert. Er hat gespürt, was sie sich wünschen und sie dann hereingelegt. Also ist er kein Killer, sondern ein Zauberer. Glauben Sie, er ist hier? Nein, das ist unwichtig. Ich stelle mir nur die Szene vor. Ich kenne die Motivation der Amazone und des Wanderers. Aber was ist mit dem Zauberer? Warten Sie eine Minute. Was ist die Motivation des Wanderers? Der Zauberer hat eine Medizin für ihn, um das Leiden seiner Seele zu heilen. Was für ein Leiden? Er ist ein echter Vagabund, ein Exilant. Er findet keinen Ort, an dem er etwas Dauerhaftes aufbauen kann. Aber was ist mit dem Zauberer? Er sammelt kranke Seelen. Um sie aufzuspießen und sterben zu sehen. Seelen sind unsterblich. Nicht, wenn der Zauberer Macht über sie hat. Der Zauberer ist eine Inkarnation des Bösen. Also muss der Wanderer sich ihm stellen. Das ist das Schicksal eines Helden. Wenn die das so drüber reden und der Zauberer ja für die Mörder steht und alles und mit den Seelen, da dachte ich irgendwie an Aaron wegen den Geistern und alles, aber ich kann dem einfach nicht zutrauen, dass der ein Mörder ist oder so. Es ist möglich, dass draußen im Dunkeln ein echter Serienmörder herumschleicht und Sie sind nur an einer Geschichte interessiert? Mir fehlen die Worte. Was ist so schlecht an dieser Unterhaltung? Ach, nichts. Aber ich würde lieber darüber reden, was in der Wirklichkeit passiert. Zum Beispiel über diesen Kauf. Der ist nichts Besonderes. Ihnen ist kalt. Ist es nicht Zeit für den Tee? Ja, das ist eine gute Idee. Ich muss unsere Unterhaltung für einen Moment unterbrechen. Bleiben Sie bitte hier. Natürlich. Das passte wenigstens. Ich habe irgendwie... Handy hat doch geklingelt. Dialoge? Nein, Dialoge will ich nicht. Mein Handy hat doch geklingelt. Habe ich ganz genau gehört. Journal? Nein, will ich auch nicht. Toll.
Oh, ich kann meinen Vater anrufen. Komisch. Ja, ich habe das Handy klingeln gehört. Das passt nicht. Ein zerkratzter Kessel. Ja, der müsste doch mal langsam kochen, oder? Da wird nichts passieren. Hallo. Koch endlich. Das passt nicht. Ja, klar. Da wird nichts passieren. Warte mal. Soll ich den Dings da auch das da drauf nicht. Tun? Da wird nichts passieren. Oh Mann. Das kann ich ja auch nicht machen. Damit kann ich ja gar nichts mehr machen. Ich kann ja bloß mit der Platte, mit den Bechern und der Teekanne. Aber die Teekanne ist noch nicht so weit, ne? Ja, ansonsten ist ja hier auch nichts. Das Signal. Eine SMS. Aber das war nicht mein Handy. Okay. Entweder war das sein Handy oder von jemand anderem. Ich habe ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt. Ein ganz, ganz, ganz ungutes Gefühl. Hier ist aber nichts, ne? Ich hoffe es. Ich gehe nochmal in die Hütte rein. Ihr Tee ist fertig. Irgendwie... Irgendwas stimmt doch nicht. Dann nehmen wir mal den Tee, hat er gesagt, ja.